Maritime Tage in Bremerhaven. Da sind viele Besucher unterwegs und viele haben Fragen. Und die meisten davon landen bei der Touristeninfo der Erlebnis Bremerhaven. Und wir haben zwei Experten hier und wollen mal wissen, was wollen die Touristen denn wissen? Was ist die häufigste Frage? Also mit die häufigste Frage ist auf jeden Fall das Feuerwerk, was am Samstag stattfindet, wo man das am besten sieht, wann das ist und alles darum. Ja, und wann geht's los? Genau. Um 23 Uhr geht das Feuerwerk los und im Grunde kann man, wenn man auf dem Deich steht, das von überall sehr gut sehen. Und gibt es noch eine Frage, die ganz oft gestellt wird, gerade jetzt bei den maritimen Tagen? Ja, ganz wichtig auch, wo die Parkplätze sind, beziehungsweise die wissen natürlich, dass das hier überfüllt ist und wo man dann am besten parken kann, natürlich auch am nächsten hier von dem ganzen Imlehm, wo dann die ganzen Sachen auch stattfinden. Und was ist der Tipp für Hafenweltbesucher, wo kann man gut parken? Natürlich empfehlen wir immer, sie sollen mit der Bahn kommen, weil wir ja auch nachhaltig unterwegs sein wollen. Aber wir haben idealerweise die Parkplätze direkt in den Hafenwelten. Also man kann dort die Tiefgaragen nutzen, die direkt auf dem Festgelände sind. Also wo hat man so etwas zu bieten, dass wir die Autofahrer dann auch den Autofahrern das ermöglichen, dass sie direkt auf dem Gelände parken können. Genau, und wenn die voll sind, dann gibt es ja noch Parkhaus Nord und Columbus Center. Also Parkhäuser haben wir eigentlich genug in Bremerhaven. Das sollte klappen. Und Busse fahren ja auch zum Festgelände, wenn man woanders parken möchte. So, und was gibt es noch? Die Top 3. Wir haben noch eine Frage übrig. Was wird noch gefragt? Also ganz oft auch, wann Open Ship ist und welche Schiffe Open Ship machen, ob man das besichtigen kann. Und ja, was ist mit dem Open Ship? Also wir haben natürlich einige Traditionssegler hier im Hafen und die haben ganz verschiedene Zeiten, aber in der Regel eine Zeit am Vormittag, dann ist eine kleine Mittagspause und dann nochmal wieder am Nachmittag, so zum Beispiel die Alexander von Humboldt, das Flaggschiff für Bremerhaven ist zu besichtigen. Und da gibt es auch noch andere weitere, die sehr, sehr interessant sind. Und ja, kommt gerne und schaut sie euch an. Ja, und zum Open Ship kann man auch nur sagen, wenn das eine Schiff voll ist, dann geht man zum nächsten. Und wenn man wissen will, welches Schiff voll ist, dann guckt man auf nordseezeitung.de. Da wird auch mal gesagt, wo es sich knubbelt. Jetzt wollen wir aber, wo wir die Fachleute schon hier haben, noch einen extra Tipp haben. Was kann man denn noch besonders empfehlen zu den maritimen Tagen? Ja, was man auf alle Fälle machen sollte, wäre ein Schiffsturn. Wir bieten dreistündige Schiffsturns an, Vormittag und Nachmittag. Da sind auch noch einige Plätze frei mit größeren oder mit kleineren Segelschiffen. Und dann geht man raus auf die Weser und hat richtig ein tolles maritimes Erlebnis vor sich. Es ist dann auch ein paar Grad kühler als hier. Heute ist es ganz schön warm und sonnig. Und auf der Weser kann man die Skyline von Bremerhaven sich anschauen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, Bremerhaven auch für Einheimische mal von der Seite zu sehen.